So, ihr Lieben, heute mal in einer bisschen Komposition. Einige von euch sind immer sehr daran interessiert, wie viel die verschiedenen Eisbecher wiegen. Und Häagen-Dazs, so ein leerer Eisbecher, den habe ich gerade genommen, habe ich draufgestellt, dann die Waage genullt und dann einen anderen draufgestellt. Der wiegt 11,7 Gramm, ohne Plastik und ohne Deckel. Und ja, im Eis waren ungefähr 10 Gramm mehr drin, also ungefähr 440 Gramm reiner Inhalt. So viel dazu, jetzt genieße ich mein Eis. Und ich habe mir gedacht, ich review nochmal das Häagen-Dazs Salted Caramel, Salzkaramell Käsekuchen, Salted Caramel Cheesecake Eis, weil ich es tatsächlich sehr, sehr gerne mag und aber eine ganze Weile nicht mehr gegessen habe. Ich würde sagen, fast ein Jahr jetzt habe ich es nicht mehr gegessen und ich habe es auch schon eine ganze Weile im Gefrierfach. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es gleich aussieht, was das Haltbarkeitsdatum und so aussieht. Ich habe auch gedacht, ich setze mich heute mal ein bisschen anders hin, weil ich gerade dabei bin, auch mal wieder meine Top 10 beziehungsweise ich glaube, jetzt sind es Top 26, alle deutschen Ben Jerry's, die es in Deutschland gerade gibt und auch generell Top alles Ben Jerry's und auch meine Low-Calorie Ice Creams zu testen und ja, da sitze ich gerade so und deswegen gibt die Review so, zumindest habe ich vor, die gleich so zu drehen. Und weil ich das Eis heute Abend essen möchte, wenn die Arbeit geschafft ist sozusagen, habe ich gedacht, mache ich nochmal ein Video dazu, weil ich glaube, dass es mit einem meiner liebsten Häagen-Dazs-Sorten ist. Ihr habt ja mein Häagen-Dazs-Ranking auch gesehen. Ich verlinke es euch auch mal hier unten drunter, wenn ihr euch das Video gleich anschaut, hoffentlich. Ups, ich habe es die ganze Zeit nicht so gut in die Kamera gehalten, tut mir leid. Ja, das ist das Problem. Ich habe nicht so eine teure Kamera. Da habe ich nicht dieses tolle Umklapp. Das ganze Becherchen hat 430 Gramm und 500 Milliliter. Und wir haben auf 100 Gramm, ich zeige es euch hier mal so, 275 Kalorien, 18,5 Gramm Fett, das ist ganz schön viel, 9,9 davon sind gesättigte Fettsäuren, 28,9 Gramm Zucker, wovon 25,1 Zucker sind und 4,3 Gramm Eiweiß. Und das Design ist hier noch das alte, daran seht ihr auch, dass ich den Becher schon eine Weile habe. Es gibt jetzt aber auch ein neues Design, das ist jetzt einfach nur noch, ich glaube, rot, also ist in die Classic Collection abgerutscht. Und 430 Gramm, 500 Milliliter habe ich schon gesagt, das ist meistens ein bisschen schwerer, das zeige ich euch gleich nochmal. Also bei Häagen-Dazs wirklich meistens ein bisschen mehr drin. Es kostet zwischen 5,50 und 6 Euro bei mir, je nach Supermarkt. Und ja, ihr findet es auf jeden Fall noch bei Kaufland, da kostet es bei mir 5,50, genau. Kaufland hat ja momentan kein Ben Jerry's mehr, weil die da mit Unilever im Streit sind, weil Unilever das alles zu teuer macht und Kaufland nicht bereit ist, das dafür auszugeben. Naja, auf jeden Fall ist es ein Sahne, nämlich frische Sahne, dann kommt kondensierte Magermilch und wir haben 10% gesalzte Karamellsoße und 8% Keksstückchen, also 18% Mix-Ins, das ist typisch Häagen-Dazs. Ihr seht hier schon, was durch. Richtig schön Soße hoffentlich. Yep. Wow. Schaut euch das mal an. So muss das aussehen. Jetzt hole ich mir einen Löffel und dann geht's weiter. Oh, da bin ich wieder und ich probiere natürlich zuerst die Soße mit euch. Schaut euch das mal an, das richtige Karamell. Die Farbe ist auch ganz toll. Ich weiß, warum ich das Eis so gern mag. Ich schmecke vielleicht ein bisschen Salz, das wäre der einzige Kritikpunkt. Das ist einfach wie bei fast allem hier in Deutschland, wo Salzkaramell draufsteht, meistens nicht ganz so doller Salzkaramellgeschmack ist oder salziger Geschmack ist. Schmeckt schon raus, das ist schon ein Unterschied zu normaler Karamellsoße, aber für, also meiner Meinung nach könnte es noch ein Tick stärker sein. Und jetzt diese Häkchen, ihr seht die hier, so sehen die aus und die sind unterschiedlich groß, meistens so ein bisschen dreieckig, bröckelig. Ich bilde mir ein, die waren, als ich sie, also wenn man das Eis frisch kauft quasi, dass sie dann nicht ganz so aufgeweicht sind, aber immer noch total lecker. Sind jetzt halt nicht knusprig wie Kekse, sondern einfach so ein bisschen, ja, wie in Milch getunkte Kekse. Als Basis von Häagen-Dazs ist halt echt fein. Also die schlägt Ben Jerry's wirklich, weil sie einfach noch cremiger ist. Ich glaube, fein trifft es eigentlich ganz gut. Könnt ihr es anders beschreiben, außer fein? Schreibt mal drunter, ob ihr Team Häagen-Dazs oder Team Ben Jerry's seid. Oder Team beides. Oder Team Halo Top. Jetzt kriege ich Hate-Kommentare. Oh krass. Also, der Eigengeschmack. Das Beste an diesem Eis ist fast die Eisbasis selbst. Es schmeckt so lecker. Es ist wirklich so Cheesecake-Eiscreme. Soll es ja auch sein. Und das schmeckt man da wirklich raus. Also, Häagen-Dazs jetzt einfach drauf, was die Basis angeht. Ich liebe dieses Eis. Ich freue mich wahnsinnig auf den Pint. Ranking habt, kennt ihr. Schreibt mal drunter, ob ihr die Sorte auch mögt. Pralinesen Cream finde ich auch richtig gut. Ich finde viele gut. Schaut euch dieses Ranking an. Und ja, das Einzige, was ich jetzt gerade meinte mit Oha,
Es hat ein bisschen gelitten, weil es jetzt schon so lange in meinem Eisfach ist, schon ein Jahr. Es ist nicht mehr ganz so cremig. Normalerweise sagen das sowas von cremig, das geht gar nicht cremiger. Ich hatte jetzt so minimal Eiskristalle, aber ich glaube, das ist auch nur am Rand und oben. Je weiter ich buddel, desto weniger wird es. Das filme ich euch dann aber auch nochmal. So, so viel dazu und gönnt euch ein Eis, wenn ihr das Video schaut, bitte. Lasst einen Kommentar unten, Like da, vergesst es nicht. Ich weiß, das vergisst man immer ziemlich schnell. Ich würde mich aber wahnsinnig drüber freuen. Und Eis, Leute. Okay, bis dann, ciao. Einige von euch sind immer sehr daran interessiert, wie viel die verschiedenen Eisbecher wiegen. Und Häagen-Dazs, so ein leerer Eisbecher, den habe ich gerade genommen. Habe ich draufgestellt, dann die Waage genullt und dann einen anderen draufgestellt. Der wiegt 11,7 Gramm. Ohne Plastik und ohne Deckel. Und ja, im Eis waren ungefähr 10 Gramm mehr drin. Also ungefähr 440 Gramm reiner Inhalt. So viel dazu, jetzt genieße ich mein Eis. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das Eis ist tatsächlich schon abgelaufen seit dem 18.09.2018. Also seit sehr genau 2 Monaten. Seit 3 Monaten. Aber es geht tatsächlich noch. Die Konsistenz ist halt nicht mehr ganz so typisch Häagen-Dazs cremig leider. Weshalb ich Häagen-Dazs ja eigentlich feiere. Weil wegen Chunks nicht so unbedingt. Aber geschmacklich immer noch super gut. Auf jeden Fall. Da haben wir gleich mal ein abgelaufenes Häagen-Dazs im Test gehabt. Das ist doch auch schön.